Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu der Review von Cars 3. Ja, Lightning McQueen ist jetzt zurück, also er stand am 2. Februar 2018 in dem Heimkino und ja, viel Spaß bei der Review. Ja, so, Lightning McQueen ist zurück. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis er wieder zurückkam. Meine ausführliche Review gibt es hier nochmal zu sehen. Aber er erscheint jetzt erstmal auf Blu-ray, DVD und Video on Demand und 3D Blu-ray. Und ich glaube sogar 4K, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Aber alleine ist natürlich von Disney und ich glaube, jedes Kind liebt den. Ich sag mal so, mein Sohn, der war begeistert, auch beim zweiten Mal nochmal. Ich habe ihn gefragt, irgendwie fand es ihn besser. Er so, besser. Also er ist auf jeden Fall hin und weg von dem Film. Viele finden den vielleicht langweilig, wenn sie ein bisschen älter sind, aber erst mit seinen 5 Jahren ist er auf jeden Fall begeistert von dem Film. So, und ich habe natürlich erstmal mit ihm die 2D-Version angeguckt. Ich habe den ja schon im Kino geguckt und war ja von den Effekten auch ganz gut begeistert. Das hat halt Pixar drauf, die Animation. Es ist halt ein Roadtrip. Es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen zäh und macht so ein bisschen, ist nicht so wie beim ersten, zweiten Teil, dass Hook im Vordergrund steht. Er ist so ein bisschen Nebensache, so Nebencharakter, da ist eher Cruz Ramirez halt im Vordergrund und ein bisschen Jackson Storm. Ja, was kann ich noch mehr sagen? Er hat auch eine lange Laufzeit. Über 100 Minuten läuft der Film auf jeden Fall. Ist für Kinder manchmal vielleicht, glaube ich, nicht so gut. Es kommt immer darauf an, ob das Kind das mitmacht oder nicht. Oder ob der Elternteil das mitmacht. Und ich würde sagen, ich habe gemischte Sachen gehört halt, dass viele den langweilig fanden, wegen den Roadtrip-Krams. Aber ich finde, er hat eine Message. Und die kommt, die kommt sehr gut rüber. Und das ist auf jeden Fall so, wo ich sagen würde, der Film ist für mich solide gelungen. Die Animationen sind halt gut und ja, also ansonsten kann ich da jetzt ein bisschen schon meckern. Klar ist er manchmal, sage ich mal, zäh, aber es geht. Ja, an den Extras haben wir ja mal eben hier einmal noch einen Hauptfilm, Kurzfilm Lou. Den habe ich noch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Und es gibt halt nochmal Extras wie Miss Fritters Rennsportschule, Startklar fürs Rennen, Cruz Ramirez, das gelbe Auto hat es drauf. Und Audiokommentare. Also die könnt ihr nochmal sehen. Und die gibt es halt auf dieser Scheibe. So, und der Film ist halt eine Blu-ray 3D. Ich habe die Effekte ganz kurz angeguckt. Also die machen einen ganz guten Eindruck mit Pop-Up-Effekten, Tiefen. Also es ist bei Animationen immer schon zu empfehlen, sich vielleicht mal die 3D-Scheibe nochmal anzugucken. Ist halt aber auch nicht für Kinder, nicht unter 6 Jahren. Die können das wahrscheinlich auch gar nicht so. Soll nicht so gut sein fürs Gehirn. Ja, aber vielleicht ist für uns auch nicht viel Gutes. Fürs Gehirn, für uns Älteren. Ja, wie gesagt, ich will auch nicht mehr so lange schnacken. Der Film ist solide, kriegt von mir eine 6 von 10. Kann man sich angucken mit Kindern. Habt viel Spaß bei dem Familienfilm. Cars 3, Lightning McQueen ist zurück. Was sagt ihr zum Film? Ab in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, ein Like. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!